Hallo, wir sind's, die abstürzenden Brieftauben. Und wir wurden gebeten, für H1 einen Aufmacher zu drehen. Das haben wir gleich mal gemacht, ne? Mikro! Ich mach mal auf. Siehst du? Und. Zack. Und. Ist alles auf. Die beiden sind keine Komiker, sondern Punkmusiker. Und das bedeutet, heute ist wieder Kulturtalk. Und wir stellen die Frage, ist die hannoversche Kulturszene in der Krise? Zu Gast ist das Duo Abstürzende Brieftauben. Die Band gibt es schon seit den 80ern, aber die Corona-Krise ist auch für Mirko, Boromil und Norm Anders Punk eine neue Herausforderung. Hallo Mirko, hallo Norm. Hi. Zuerst die Frage, wie geht es euch in der momentanen Situation? Wie geht ihr mit der Pandemie und dem Lockdown auch um? Bist du zuerst? Nee, fang du mal an. Erstmal die schlechten Nachrichten. Erst die schlechten. Also ich muss sagen, mir geht es dabei gar nicht gut. Mir ist halt irgendwo so viel weggebrochen, dass ich, ich fange an, mich zu langweilen. Und ich bin froh, wenn es vorbei ist. Aber deswegen halte ich mich auch an alle Regeln, die man einhalten sollte. Ja. Bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich halt neben der Musik noch ein bisschen andere Sachen mache. Also das ist halt ein Standbein von mir. Ich gehe halt noch normal arbeiten und das Arbeiten, das hat gar nicht aufgehört, das hat sogar zugenommen bei mir. Wie verändert sich in dieser Situation für euch beide das künstlerische Schaffen, also eure Musik? Welche Musik? Welche Musik, genau. Also Motivation ist ein bisschen weg, ne? Also wir machen normalerweise viele Konzerte, Live-Konzerte. Und das ist eigentlich unsere Hauptmotivation. Und wenn die weg ist, ist halt ein bisschen blöder für uns, ne? Ja, weil das Leben als Musiker beschränkt sich für uns einfach nicht auf den Übungsraum oder eben auf das Studio oder sowas. Für uns ist einfach wichtig, live auf der Bühne zu stehen und mit dem Publikum auch zu interagieren. Deswegen mag ich auch solche Autokonzerte oder eben Konzerte mit Abstand und mit Sitzen und Stream. Sowas. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Ist nicht mein Ding. Und das ist halt nicht mehr da. Und da hoffe ich, dass es bald wiederkommt, weil ich fange an, mich zu langweilen. So richtig. Wenn du es jetzt gleich noch sagst, glaubst du jemand? Also. Okay. Ja. Die Politik hat ja auch viele Hilfen für Kulturschaffende bereitgestellt. Was und wie könnt ihr uns davon erzählen? Kam die bei euch auch an? Nix. Also ich habe alle Anträge gestellt und es ist nichts gekommen. Ich habe keinen Cent gesehen. Ja, ich habe sie erst gar nicht beantragt, weil ich ja sowieso noch arbeiten gehen kann. Also finanziell geht es mir jetzt nicht schlecht deswegen. Es gibt halt für mich nur keine Musik mehr. Gerade. Ne? Ja. Das ist halt so. Ja, und jetzt soll es ja aber hoffentlich bald wieder besser werden, jetzt wo es auch wieder wärmer wird. Gibt es denn für euch auch eine Perspektive? Was steht so in nächster Zukunft an? Also zum Ende des Jahres stehen auf jeden Fall noch Konzerte an, wenn die jetzt nicht auch noch abgesagt werden. Weil alles andere haben wir ja ins nächste Jahr schon verschoben. Und da müssen wir dann gucken. Weil wenn es wieder möglich ist, solche Konzerte zu machen, dann wollen natürlich alle gleich auf einmal das wieder machen. Und ob man sich da nicht irgendwie zu viel Publikum oder zu viel Resonanz irgendwie einfach gegenseitig wegnimmt. Ja. Und aber das, wie immer, jetzt in dieser Zeit müssen wir einfach abwarten. Ne? Haben wir das Geschehen nicht im Griff? Wir haben, also was jetzt noch ist für diesen Sommer, ist tatsächlich, dass wir ab und zu diese Geschichte mit der Lesung machen mal. Das probieren wir mal aus. Weil jetzt noch ein Buch rausgekommen ist von Abstürzenden Brieftauben und da sind wir jetzt irgendwie, also richtig Konzerte geben haben wir jetzt keinen Bock drauf, weil das ist, momentan ist es halt immer noch so, dass es mit Abstand ist, dass es mit Sitzpublikum ist und ich muss gestehen, für Sitzpublikum sind wir nicht geeignet. Das funktioniert einfach nicht. Und vielleicht, wenn wir ein Buch vorlesen, dann könnte das mit dem Sitzpublikum funktionieren. Ja. Das schauen wir uns jetzt mal an. Nehmt ihr denn auch etwas Positives aus dieser Zeit im letzten Jahr mit? Oder alles doof? Ich sag mal, so heißt das Buch auch, heute doof und morgen doof und übermorgen wieder. Und ich muss einfach wirklich sagen, ich finde es wirklich alles doof. Also ich nehme wenig Positives mit. Ja, da ist auch wirklich, also das ist diese ominöse Ruhepause für alle, drauf geschissen. Alter. Ja. War einfach eine Scheißzeit jetzt. Ja. Vielen lieben Dank für eure Einschätzung, Mirko. Danke.